Hallo, hier ist der Ralf von Jodeland. Heute möchte ich gern über unser Backhaus berichten. Ja, herzlich willkommen hier vor unserem Backhaus. Wir haben hier jetzt schon des Öfteren drin gebacken. Wir haben da schon Flammkuchen, Pizza und auch diverse Brote drin gebacken. Das ist alles noch so ein bisschen im Teste und im Werden. Vielleicht habt ihr auch das Video vom Busch Sani schon gesehen, wo er bei einem dieser Backtage einfach bei uns war und ja, uns mit seiner Anwesenheit und seinem Brotteig bereichert hat. Wir haben ja vor, jetzt einfach regelmäßig auch ja, einzuladen, hier zum Brotbacken, so einmal im Monat. Aber bevor ich jetzt so ein richtig ausführlicher Bericht vom Brotbacken mache, möchte ich euch einfach kurz das Backhaus vorstellen. Wir haben etwas untypisch zuerst mit der Dachkonstruktion begonnen. Das lag einfach daran, weil zu dem Renovierungszeitpunkt von unserem Haus, da sind einfach Ziegel angefallen, da sind Balken angefallen. Da haben wir beschlossen, diese direkt zu verbauen und einen trockenen Platz für das Backhaus zu schaffen. Dann war eine Weile Pause. Wir haben dann das Fundament unterm Ofen gemauert. Das sind Ziegel, die auch im Prinzip als Recyclingmaterial hier angefallen sind. Da ist verbaut eine Wand hier aus dem Haus, da ist ein verbauter Kamin aus dem Elternhaus von der Silvia, wo übrigens auch Teile dieser Balke herstammen. Und erst dann haben wir mit dem eigentlichen Bau vom Ofen angefangen. Auch der Ofen besteht aus recycelten Materialien, hauptsächlich Ziegel und Lehm und Stroh. Und die Bauabschnitte sind eigentlich relativ einfach, wenn man sich mal überlegt hat, wie der Ofen gebaut werden soll. Wir haben uns entschieden, ihn mit einem Zug nach vorne auszurüsten. Das heißt, wir haben eine Ziegelkuppel gemauert und haben obendrauf nochmal einen Abzugsschacht dann gemauert, bevor es in den Kamin reingeht. Das Ganze ist dann verkleidet mit einem Sand-Lehm-Gemisch, was wir in der ersten Lage um diesen Ofen rumgepackt haben. Und in der zweiten Lage ist ein Stroh-Lehm-Gemisch. Dieses Sand-Lehm-Gemisch dient der zusätzlichen Wärmespeicherung, also nicht nur die Ziegel speichern, sondern auch das Sand-Lehm-Gemisch speichert Wärme und das Stroh-Lehm-Gemisch dient der Isolierung. Es fehlt jetzt auch noch eine Lage außenrum, das ist quasi die Putzschicht, um diesen Ofen einfach nochmal etwas aufzuhübschen. Auch die wird entweder mit Stroh oder mit anderem Pflanzenmaterial auch nochmal quasi faserverstärkt sein, wird auch nochmal eine isolierende Eigenschaft haben. Aber der Ofen isoliert inzwischen so gut, dass selbst wenn er innen beim Anheizen 500, 600, 700 Grad hochgeht, eigentlich keine Wärme nach außen abgibt und man erst dann einen Tag später merkt, wie der Außenofen dann langsam warm wird, wenn er dann so langsam durch auskühlt. Ja, wenn es euch mehr interessiert, wir haben während dem Bau keine Videos gedreht. Da waren einfach die Abstände zu groß, um da planerisch mit einem Videodreh dran zu gehen. Wenn es euch interessiert, wie wir den Ofen gebaut haben, dann schreibt es uns in die Kommentare oder kommuniziert direkt mit uns. Wir freuen uns über jeden Kontakt, auch was eure Erfahrungen mit Brotbacköfen angeht. Und wie gesagt, es wird zu gegebener Zeit einfach auch ein Video geben, wie Brot hier im Backofen entsteht. Bis dahin sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich freue mich immer, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Lasst uns einen Daumen hoch da. Und viel Spaß, bis zum nächsten Mal, euer Ralf von Jodeland.